Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal von euromehl.com. Ich habe meine Heidelbeeren geerntet und jetzt gibt es heute gleich einen leckeren Heidelbeerschmarrn damit. Meine Heidelbeeren sind vielleicht deine Blaubeeren oder Moosbeeren. Gibt es ja verschiedene Namen dafür. Und wir brauchen Mehl, Kristallzucker, Vanillezucker, eine Prise Salz, Buttermilch, Eier, Heidelbeeren, Öl zum Ausbacken. Ich trenne die Eier. Die Eidotter kommen in meinen Teig hinein. Und das Eiklar, das werden wir dann zu einem schönen Schnee rühren, damit unser Teig auch wirklich wunderbar fluffig wird. Und dann können wir schon alles zu einem Teig verrühren. Ich verrühre jetzt die Eier mit der Buttermilch. Gebe das zu meinem Mehl. Und rühre das alles ganz flott zu einem schönen glatten Teig. Ich muss jetzt ohnehin ein paar Minuten anziehen und in der Zwischenzeit kann ich meinen Schnee schlagen. Ich habe das Eiklar zu einem schönen cremigen Schnee geschlagen und ich mache auch gerade die Pfanne heiß mit etwas Öl und eine kleine Butterflocke habe ich da hineingegeben für den Geschmack. Wir da unseren Schnee schön unter die Masse und jetzt können wir auch schon backen. Ich gebe den Teig in die Pfanne, dreht es nicht so heiß auf, damit er euch nicht sofort unten verbrennt, weil er soll ja doch stocken. Und die Oberseite bestreue ich jetzt gut mit meinen Früchten. Wenn unser Schmarrn auf der einen Seite schön gebacken ist, dann drehen wir ihn um und braten ihn auch auf der zweiten Seite. Dass ich ihn jetzt zerstört habe, macht gar nichts, weil er wird ja dann noch zerrissen. Unser Schmarrn ist jetzt fast fertig. Jetzt wird er einfach in Stücke geteilt. Dann kommt noch einmal ein Löffel Kristallzucker drüber und werden wir schön karamellisieren. Süß, fruchtig, flaumig, lecker. So ist unser Heidelbeerschmarrn geworden. Habe ihn jetzt noch schön bezuckert. Das ist ein ganz, ganz tolles, schnelles, einfaches Gericht, das du als Dessert servieren kannst oder als süße Hauptspeise. Freut mich, dass du dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Bis zum nächsten Mal.